Der politische März der CSU in Amberg hat mit einer Veranstaltung des Ortsverbands Bergsteig begonnen. Die Themen, die bewegen, der noch teils bewohnte Rundbau im Viertel und die Zukunft der Leopold-Kaserne. Stellungnahme. Wir wollen, dass die Leute erst einmal, die jetzt im Rundbau noch drin sind, sozialverträglich andere Wohnungen angeboten bekommen. Dass die Stadtbau als Vermieter eben auch dafür sorgt, dass die Leute hier am Bergsteig bleiben sollen. Zur weiteren Nutzung des Rundbaus, wie vielleicht heute auch die Diskussion gezeigt hat, gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Aber der Ortsverband stellt sich eigentlich auf die Position, dass das auch bezahlbar sein muss. Es bringt uns nichts, Eigentumswohnungen dort reinzubauen, die dann nicht vermietet werden können. Was den Rundbau anbelangt, so wollen die Bergsteigler denselbigen erhalten. Diskussion und Stellungnahme von Seiten der Stadtbau Amberg. Der Rundbau 62 Wohnungen, aktuell sind noch 18 belegt, eine Kündigung, dann sind noch 17 belegt. Und das heißt im Endeffekt, in dieser Größenordnung werden aufgrund der demografischen Entwicklung in der Zukunft die Wohnungen nicht mehr benötigt. Und das bedeutet Abriss? Das bedeutet langfristig erst einmal eine neue Idee, die dann wahrscheinlich auch zum Abriss führt, weil wir haben auch noch gegenüber dem Bund bis 2016 Abbruchverpflichtungen zu erfüllen. Ansonsten würde eine Nachzahlungspflicht entstehen. Ein Schock im vergangenen Jahr. Die Leopold-Kaserne wird geschlossen. Die Soldaten werden im Zuge der Bundeswehrreform abgezogen. Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer blickt in die Zukunft. Wie geht's weiter? Die Bundeswehr hat auf jeden Fall festgestellt, dass sie den schnellen Umzugstermin, der mal im Raum gestanden ist, nicht einhalten kann. Also es wird mit Sicherheit 2017, 2018 werden, bis die Bundeswehr die Leopold-Kaserne verlässt. Wir werden jetzt in absehbarer Zeit eine Entwicklungssatzung erlassen und damit können wir in aller Ruhe die Planungen vornehmen und die Verhandlungen über den möglichen Ankauf mit der BIMA. Und später, wie sähe es dann da aus? Also man kann wahrscheinlich jetzt von der Nutzung nur relativ wenig sagen, denn das Gelände ist eigentlich zweigeteilt. Der nördliche Bereich ist Denkmalschutz und Ensembleschutz, also der wird sehr schwierig zu vermarkten sein. Der südliche Teil sicher etwas besser. Die größte Krux an dem gesamten Gelände ist die fehlende Erschließung. Und hier muss man sich Gedanken machen und das ist auch immer wieder ja die Diskussion in der Öffentlichkeit, wie kommen wir überhaupt rein? Und bitte zieht den Verkehr nicht in den Bergsteig rein, um die Leopold-Kaserne zu erschließen. Zwei hochpolitische Themen der CSU Bergsteig. Themen, die die Menschen dort auch in Zukunft bewegen werden. Und bei denen die CSU auch Akzente setzt. Das Fazit? Es war schön, wie ich reinkommen bin, dass so viele da sind und das wirklich mit Interesse verfolgen. Und ihr Wohngebiet so ein Stück als ihr Eigentum sehen, um das auch fortzuentwickeln, dass man gern hier wohnt und vor allem auch, dass andere den Bergsteig kennenlernen sollen. Also das ist immer wieder hervorkommen worden. Die da sind, die sind gern da und ich kann es ja eigentlich nur bestätigen. Ich wohne in der Nachbarschaft seit 40 Jahren und ja, ich bin eigentlich ein Bergsteiger, weil hier ist einfach ja wieder so eine Art Dorf.